Was geht, Bitches, und was auch immer zuguckt. Willkommen zu einem weiteren Part von Super Smash Bros. Ultimate. Freunde, 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 Bewohner, haben wir im letzten Part freigeschaltet und Little Mac. Und wir sind sogar wieder kurz davor, einen Charakter freizuschalten, aber ich will jetzt erstmal noch eine normale Mission gemacht haben mit Bewohner, ja, weil wir den sonst nie wieder sehen. Den werden wir auch nie wieder sehen. Also ist halt so. Wir haben hier drei. Aber ich habe mal Sprung besser. Deswegen nehmen wir das hier. Das sind ein paar Angriffs bzw. ein paar Powerpunkte weniger, aber das juckt nicht. Gegner wird durch Essen kampfstärker. Im Kampfverlauf massenweise Items. Okay, wir haben auf jeden Fall Bewohner. Ich kann mit denen nicht spielen, deswegen keine Ahnung. Oh Gott, ich kann mit denen überhaupt nicht spielen. Was kann er denn alles? Was kannst du denn alles, Pisser? Alter, ich check den nicht. Hä, als ob ich schon gewonnen habe. Ich komme mit denen nicht. Ich kann mit denen überhaupt nicht spielen, aber wir haben trotzdem gewonnen. Mhm. Okay. Von mir aus. Dir fehlt der richtige Geist, um ein Kartenhindernis zu überwinden. Dann schau doch mal in deinen Laden vorbei. Vielleicht wirst du dort eher fündig. Dann lernen Juwelen. Okay. Keine Ahnung, was mir das bringen würde. Aber hier gab's ging es auch nochmal weiter. Können wir eigentlich direkt weitermachen. Ich will jetzt noch nicht Lucario freischalten. Ich weiß auf jeden Fall schon, was der nächste Charakter ist. Lucario. Habe ich ja jetzt hier erwähnt. Haben wir im letzten Part schon gesehen. Können den direkt freischalten, aber ich will jetzt erstmal ein paar Fights mit Bewohner gemacht haben. Und tschüss. Bye bye. Komm her. Man, sich ist Bewohner nicht mal so scheiße. Wenn man darüber mal nachdenkt. Aber ist jetzt nicht mein Charakter. Sagen wir es mal so. Aber komplett für die Tonne ist er jetzt auch nicht. Also, der ist ganz okay. Ich kann mit denen nicht spielen. Ja. Das ist auf jeden Fall Fakt. Ich kenne sein Moveset kaum. Also, ist ja klar, denke ich mal. Aber er fühlt sich jetzt nicht so schlecht an. Also, hier ist auch noch direkt noch ein Charakter. Okay. Na gut. Besieg mal dich noch und dann schalte ich Lucario frei. Little Mac hatten wir auch nur so kurz, ne? Das finde ich auch sauschade. Snake eigentlich auch nicht so lang. Oder? Ausdauer Smash reduziert die KP der Gegner auf 0. Der Gegner jagt Items. Oh, ich spiele gegen Snake. Was eine Ehre. Ach, das ist ein Item gewesen. Eine ist schon mal tot. Tschüss. Na, hier ist ein Boot. Kann ich das benutzen? Doch ohne Boot und Steuermann wird das nix. Ah, und da würde es... Da ist die Röhre, Freunde. Okay, wir haben auf jeden Fall hier... Ah, ich sehe auch, welches Portal ich schon gemacht habe und welches ich noch nicht gemacht habe. Das ist interessant. Aber ist auch gut so. So weiß man wenigstens, was man jetzt schon gemacht hat. Professor Chops. Na gut, den können wir eventuell auch noch erledigen. Ist ja eh nicht schwierig. Also hier sieht man jetzt auch keine Stärke und sowas. Gegner befreien sich sofort aus Griffen, Lähmungen, etc. Ich benutze eh keine Griffe. Von dem her ist es mir egal.
Das ging schnell. Was konnte der? Professor Jobs, was konntest du, du Arschloch? Manche Kämpfer können sich auch in der Hocke seitwärts bewegen. Dazu musst du lediglich nach schräg unten drücken. Oder irgendwas. Was ist hier in der Schatztruhe drin? Ah, okay, ein paar Geisterpunkte. Sind eigentlich nur Geisterpunkte in den Truhen drin, oder? Wie sieht's da aus? Na gut, wir schalten jetzt mal auf jeden Fall den Charakter frei, würde ich mal meinen. Und ich wollte ja gucken, was jetzt diese eine... Nee, das kann ich hier nicht gucken. Subgeist war das, ne? Wen habe ich gekriegt? Irgendwas, keine Ahnung. Neu? Weniger empfangener Schaden durch Nahkampfwaffen. Wie Schwerter und Peitschen. Erhöht den Ausdauerkämpfen die eigene Ausdauer. Boy, lecker, mecker. Na gut, ab geht's gegen Lucario Mates. Ab geht's. Auf geht's, Goofy. Auf geht's, Mate. Was ist das denn überhaupt? Was kann das denn? Ach, ich glaube, das ist sowas wie ein Konter für Projektile und sowas. Was ist das denn? Ich habe irgendwie eine Kirsche bekommen. Mann, jetzt stirb doch mal. Maximale Aura, scheiße. Fuck, ich sterbe, glaube ich. Stirbst du jetzt mal, alter Lucario? Kleiner Penner. Was ist das denn für ein Penner? Du Penne. Girod, Merrick. Da geht's nicht nach... Ja gut, egal. Wir spielen jetzt mit Lucario. Let's go. Rüst mal dich aus. Wir rüsten dich aus. Ich hab irgendwie voll Hunger. Weiß nicht. Es wäre nicht schlecht, wenn ich jetzt irgendwas essen würde. Aber ich habe nichts da hier. Na, das ist immer blöd. Wenn man nichts zu essen hat, man hat Hunger, aber man hat nichts zu essen. Das ist voll nervig. So, hopp. Machen wir es uns leicht. Lucario, können wir spielen? Der Gegner setzt auf sein Spezial seitwärts ein. Ist mir doch egal. Ach fuck, das ist ja dieses... Diese Rakete. Rote Rakete. Oh Gott. Und noch bei einer Squalling Stage, ey. Und bye bye. Tschüss. Geroid. Pilz-Urkönigreich, Röhren- und Zielpfahl. Das ist quasi, glaube ich, eine Nachbildung aus Super Mario Bros. 1.1, das erste Level halt, ne? Hier ist ein Schalter. Das ist, glaube ich, der blaue sogar. Digga, da kann ich sogar hin. Wie geil ist denn das? Da komme ich nicht hin. Den Rock, also den Felsen könnte ich hier zerstören. Servus. Garados!
Verstärkt leicht Angriff von den Items in der Luft. Gut, kann ich irgendeinen Geist rufen? Das gucke ich immer ab und zu mal nach. Den hier, ist der gut? Was kann der denn? Lilina. Okay. Ja, das brauche ich auf jeden Fall nicht. Ach, zwei brauche ich. Okay. Superblatt habe ich ja noch nie benutzt. Nein, möchte ich nicht. So, rufen. Ja, hopp. Ist das ein guter Geist? Ich glaube, die Animation haben wir noch nie gesehen, oder? Was kann er denn? Smash-Ladeschutz. Beim Smash-Aufladen katapultierresistenter. Na gut, dann machen wir trotzdem den hier. Den will ich auf jeden Fall haben. Tamagon Chanaira. Tamagon und Chanaira. Ach, das ändert sich immer, oder was? Was ist das für ein asozialer Scheiß? Ja, ich kaufe das jetzt einfach. Ich kaufe deren ganzes Zeug einfach. Ich habe genug Geld. Ich kaufe sonst nie Geister, ne? Merke ich gerade. Feuerbodenschutz. Perfekter Reflektor. Feuer heißt er einfach, okay. Ja gut. Nehmen wir das auch noch. Eventuell können wir dadurch einen Geist rufen. Ich habe keine Ahnung. Freunde, wir machen jetzt hier Geisterrufstunde. Hopp. Ah, guck, den Wichser können wir jetzt rufen. Balloon Fighter, Feenflasche. So, da bin ich gespannt. Was kannst du? Macht den Mund gegen Einschlafen durch Schlafbinden. Oh mein Gott, das ist ja derselbe, den ich habe schon. Na gut, wir bräuchten eventuell den hier. Roll. Hier ist es immer noch Octorok. Okay, ja, der wäre nicht schlecht. Also solche vier Sterne. Ja, Roll. Keine Ahnung, wo ich den jetzt finden soll. Kein Plan. Absolut kein Plan. Relaxo, Servus. Na ja, gut. Achso, Smash auf Zeit. Sie gehen ab. Der Gegner bewegt sich kaum. Ja gut, macht Sinn. Ist noch Relaxo. Riesen King K. Wool. Der bewegt sich kaum. Also, puh. Der hat 500 KP, Mann. Kein Wunder, dass er sich nicht bewegt. Der Typ hat mehr Leben als Asterix. Hä, warum? Warum kann ich dich nicht angreifen? Oh, ich krieg dich doch raus, Arschloch. Alter, ist das behindert. Du schlägst gefühlt gegen eine Wand einfach, nur auf Zeit, wenn ich. Der sich auch noch heilt. Das ist ja noch schlimmer als der Wandboss. Bei CS Nexon Zombies. Und dann haben wir ihn auch noch ins Wasser geschmissen. Hä, Arschloch. Das war so eine sinnlose Mission. Das war so die sinnloseste Mission, die ich jemals gesehen habe. Das war, glaube ich, echt die sinnloseste Mission. Sinnloser geht's echt nicht mehr. Silver the Hedgehog. Sag, komm her, wir kämpfen gegen dich, du Wichser. Der Gegner startet mit einem schwarzen Loch. Der Gegner jagt nach Items. Was ist denn ein schwarzes Loch? Warum ist der nicht mit drin? Ach, der kriegt keinen Schaden, glaube ich. Hä, bei diesem B-Knopf da hat man doch normalerweise
immer mit Schaden bekommen, auch wenn man das gemacht hat. Digga, das ist ja übelst heftig hier. Ja, guck, der kriegt jetzt auf einmal mit Schaden. Was ist denn das? Hä, ich verstehe es manchmal nicht. Man kriegt denn jetzt genau Schaden? Tschüss. Meine Güte. Das ist ja ein komplettes Itemfight. Das ist so nervig. Da kommst du gar nicht mit. Abenteuer, Kämpfer wechseln. Ah, hier ist wieder so eine Sackgasse dann. Immerhin. Hör ich da schon direkt raus. Wo war hier 64 Musik? Wahrscheinlich bei dem Regenbogen Boulevard. Riesenverwandlung für Gegner. Könnte sein. Oder irgendwie so eine Stage für so bei 64. Nee, das ist. Das hat ja gar nichts mit. Oder? Nee, das hat ja mit Zelda zu tun. Hä, was ist. Warum ist dann so eine Musik hier drauf? Das hat ja gar nichts mit Mario zu tun. Oder Mario 64 eher gesagt. Das ist Zelda, Junge. Was soll der Scheiß? Bye bye. Du nervst. Verhindert Versinken im Wasser. Ah, okay. Ich kann da nicht im Wasser versinken. Ja, interessant. Je weiter das Ziel entfernt ist, desto höher die Angriffskraft dieses, keine Ahnung, Gegenstands wahrscheinlich. Oder dieses Items. Die Sturm ist wie so stark, sie würde dich glatt mitreißen. Oh! Da bin ich ja hier. Da wollte ich ja auch sein. Gegen Mewtwo. Von mir aus. Aber das ist ein neuer Charakter. Und deswegen möchte ich leichter Dauerschaden für dich. Dein Ultra Smash des Gegners lädt sich schneller auf. Oh Gott, nicht in dieser Pollenallergie. Mann. Ey, du gehst mir so auf den Sack, Mewtwo. Digga! Hau doch nicht immer ab! Nein, ich wollte dich doch... Ich weiß gar nicht mehr, wo du bist. Arschloch! Was macht der Mewtwo jetzt hier? Was machst du Bier, du hier? Was hat denn der für ein Ultra? Was hat, beziehungsweise was hat er für ein... Mann, jetzt verpiss dich doch mal endlich, Alter. Mewtwo. Was hat denn eigentlich der für einen Rettungssprung? Ah, fuck, ich habe jetzt nicht gelesen, was Esna kann. Scheiße, was kannst du denn? Halt in den Knopf gedrückt und mehr mach... Ja. Was kann der jetzt? Na, das habe ich jetzt nicht gelesen. Essen, aber was kannst du? Außer essen. Macht die Munge im Feuerböden. Ja, seht ihr, das hat sich ja gar nicht gelohnt, an den Typen zu kaufen. Ne. Hat sich null gelohnt, Freunde. Überhaupt nicht. Pikachu. Oh Gott, ich habe keinen Bock auf Pikachu eigentlich. Also ich feiere den nicht. Ich feiere Pikachu wirklich nicht. Gewinne den Kampf und befreie den Kämpfer. Feiere ich nicht so, sorry. Gewonnen! Oh, jetzt muss ich mit Pikachu spielen. Du kannst die Schwierigkeit jederzeit im Menü ändern und es kann sich lohnen. Ja, es, also Mastermind hat mir auch schon erzählt, dass es sich ab und an mal lohnt,
Beziehungsweise es sich sogar lohnt, den Schwierigkeitsgrad auf schwer zu stellen. Aber ich möchte eigentlich nicht mal unbedingt die 100%, also alle Geister will ich eigentlich nicht unbedingt jetzt hier sammeln. Das würde das LP so ewig in die Länge ziehen und das will ich eigentlich nicht unbedingt haben. Ich will auf jeden Fall hier alle Modis zeigen, den Story-Modus zu 100% spielen. Und das war es eigentlich für mich so in dem Endeffekt. Alle Charaktere auf jeden Fall freischalten, so, das ist auch auf jeden Fall, was ich auch immer mache bei Smash Brothers. Das ist auf jeden Fall klar. Aber ich möchte jetzt nicht hier wirklich jeden einzelnen Geist kriegen. Wie gehe ich denn jetzt da runter? Und hier ist noch so ein Tunnel. Warte mal. Hier ist eine Truhe. Ist das ein... Wo bin ich denn? Ja gut, ich drücke den Knopf jetzt einfach mal. Was wir denn schon mal gedrückt haben. Okay, wir könnten jetzt eventuell zu diesem letzten Dingsbumster gehen. Aber das möchte ich nicht. Das ist wahrscheinlich dann das Finale. Und der Baum geht weg. Nett. Ja. Hätte ich mir auch gleich denken können. Dass es eventuell dahin geht. Gut. Na, Rabbit Mario will ich jetzt nicht unbedingt. Wo bist du, Sigma, wenn man dich braucht? Hier bist du, Servus. Und let's go. Stärkere Magie für Gegner. Der Gegner setzt oft Spezialtechniken ein. Mach, was du willst, Arschloch. Aber wir besiegen dich. Na, Mann, du Wichser. Tschüss. Aura-Angriffe. Ah, nur von Lucario, oder was? Na, dass es sich nicht für jeden Charakter lohnt, ist klar. Lohnt sich ja nur für Lucario. Na gut. Die Schatztruhe will ich aber trotzdem haben. Ja, da müssen wir greifen nehmen. Zack, und fertig. So, auf zum Kampf. Auf zum Kampf. Also die leichten Aufgaben ist... Es fühlt sich immer so viel an, wenn ich die leichten Aufgaben mache, aber... Es gehört nur mal zum Spiel, dass ich auch die leichten Aufgaben erstmal dann machen muss. Da schaffe ich eventuell halt auch mehr, weil die halt leicht sind, ne? Aber manchmal fühlt es sich auch an... Manchmal schaffe ich halt auch nur ein paar Missionen in einem Part, ne? Weil die halt so schwer sind, dass ich da halt ein paar... länger sitze halt, ne? Zum Beispiel, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Part 12 war. Irgendwie, wo die... Megamans waren, wo ich gegen 8 oder 9, nee, das waren 9, nee, 8 Megamans waren das, mit 100 KP und gegen Dr. Mario zum Schluss. Das hat sich, glaube ich, ein bisschen gezogen, beziehungsweise nicht so krass gezogen, sagen wir es mal so, es war jetzt nicht schlimm. Es war jetzt nicht so schlimm, dass wir jetzt hier... Nein, was mache ich da? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hasse diese Map. Aber dass der Typ nicht stirbt mit 140%. Und wir sind 30.000 mal schwerer, stärker als die. Oh mein Gott. Ja, passiert, Freunde. Vor allem mit Pikachu. Ich kenne den Charakter halt kaum. Beziehungsweise spiele ich halt kaum den Charakter. So, verpiss dich. Alter, Pikachu ist aber schon heftig. Sollte eigentlich nichts riskieren mit Charakteren, die ich nicht spielen kann, ne? Und tschüss. Verpiss dich endlich, meine Güte. 6%. Nein, oh, ich hab schon wieder übersprungen. Mann, wieso mache ich das immer? Mann, ich will das nicht immer überspringen. Muss ich wieder hier auf Geister gehen? Meine Güte, ich will einfach nur wissen, was der kann. Wo ist der? Ne, das war der. Kampf beginnt mit dem Stab. Ja, brauche ich nicht. Okay, hier würde es direkt zum Schatz. Das würde direkt zum Schatz führen. Können wir eigentlich auch machen.
Achso, Smash reduziert die KP der Gegner auf 0. Der Gegner startet mit dem Steel Diver. Schön für dich. Alter, ich sehe ja gar nichts, Mann. Alter, der Steel Diver ist ja auch voll OP. Eventuell würde ich den... Ah, ich will erstmal einen Mega Man eigentlich ausschalten, wenn ich ehrlich bin. Aber komme ich nicht dazu. Beide tot, oder? Geil. So, gut. Mit dem Donner machen wir das easy. Steel Diver. Der ist heftig, der Steel Diver. Geisterteams, Team speichern. Das brauche ich nicht unbedingt.